Herzlich willkommen in Obermutten. Das ist Obermutten. Das kleine Dorf in den Schweizer Bergen hat 78 Einwohner und über 43.100 Freunde auf der ganzen Welt. Der Grund? Vor einem Jahr eröffnete Obermutten eine Facebook-Seite und versprach jedem Fan einen Platz an der Dorfanschlagwand. Jetzt hat Obermutten sogar mehr Fans als die Hauptstadt der Schweiz, Bern. Über 75 Millionen Menschen haben gesehen, wie schön es ist in den Bündner Bergen. Besucher aus aller Welt reisten persönlich nach Obermutten, zum Beispiel Jeanette aus Holland, Maggie aus New York und die Familie Zumbach aus Mosambik. Die Freunde von Obermutten drückten aber nicht nur den Like-Button, sie sendeten auch immer wieder Geschenke. Doch wohin damit? Gemeindepräsident Martin Wies beschloss, eigens für die Präsente ein Museum zu eröffnen. Das Museum heißt Obermutten International Museum of Friendship. Kurz OIMOF. Das OIMOF gibt der Freundschaft ein Zuhause. Seit der Gründung des Museums hat Obermutten nochmal 25.000 Fans dazugewonnen und einen Riesenhaufen Geschenke bekommen, von einem selbstgemachten Herz zu einem Gedichtband bis zu einer Fahne, die in der Antarktis war. Noch vor kurzem hatte Obermutten eine historische Holzkirche, ein Gasthaus, einen Skilift und eine wunderbare Aussicht. Mit dem Obermutten International Museum of Friendship ist das berühmteste kleine Dorf der Welt um eine Attraktion reicher.